Schön, dass du da bist, Berfin. Das ist wirklich eine irre Geschichte. Ich habe irgendwann auf Instagram diese OP-Videos gesehen, die ja auch speziell waren. Aber du hast das alles sehr, sehr öffentlich gemacht, diese Wandlung. Und dann habe ich mich erinnert, das ist gerade ein Jahr her, dass die kurdische Queen hier war und du mir erklärt hast, ich bin ein homosexueller Mann in Drag. War das damals schon eine Schutzbehauptung? Und diese Transidentität musste erst wachsen oder war die schon in dir? Absolut, absolut. Das ist so spannend, das alles zu sehen und diese lange Reise mitzubekommen. Drag war tatsächlich für mich wirklich ein Schutzschild. Ich habe für mich schon immer gewusst, dass ich transident bin, schon als Kind. Und ich dachte, aufgrund meiner Familie, weil mit Drag war es doch noch ein Doppelleben. Mhm. Ich wusste, vielleicht kann ich es mit Drag schaffen, diesen harten, und wie man gesehen hat mit den Operationen, Weg ersparen und kann dieses Doppelleben führen und es könnte mich ausfüllen. Aber im Laufe der Jahre wusste ich, das wird es nicht tun. Und, weil es eben doch nicht konsequent ist. Es war nicht konsequent. Eine Selbstverleugnung, oder? Total, total. Und es hat mir nicht gereicht, das nur am Wochenende zu machen. Ich wollte mich ständig, ich wollte so aussehen, wie ich mich schon immer gefühlt habe. Gab es sowas wie Berfins Geburtstag? Also der Tag, an dem klar war, Berfin muss auch wirklich in aller Konsequenz zum Leben erweckt werden. Der Tag vielleicht auch, an dem du dich angekommen gefühlt hast. Ja, total. Also bei mir war es ein bisschen komplizierter. Ich hatte so einen kleinen Masterplan. Ich wusste, ich muss nach Berlin ziehen tatsächlich, um den Weg zu gehen. Ich brauche den Abstand von meiner Familie. Und wusste, okay, ich habe mein Studium beendet. Ich muss selbstständig sein. Und bin dann nach Berlin tatsächlich gegangen mit dem Plan, okay, jetzt suche ich mir eine Therapeutin und gehe diesen Weg. Also es war schon ein geplanter Weg, den ich eingeschlagen bin. Also gab es keinen Geburtstag. Aber ich würde sagen, der Geburtstag für mich ist so ein bisschen die Namensfindung, weil da habe ich lange überlegt. Und Berfin war für mich ein sehr besonderer Name, weil es ein kurdischer Name ist. Und es tatsächlich auch einen kurdischen Film gibt über eine Transfrau, der mich sehr inspiriert hat. Und da wusste ich, okay, jetzt habe ich den Namen. Hat er eine Bedeutung? Also übersetzt? Es heißt Schneeglöckchen tatsächlich. Aber ich habe ihn vor allem von diesem türkisch inspirierten Film, von dieser kurdischen Transfrau übernommen und wusste, okay, das passt. Ich vermute mal, deine Familie wird es am Ende möglicherweise so empfinden, dass sie einen Sohn verloren hat. Wie gut kommen sie jetzt mit Berfin klar? Oder ist es, haltet ihr Abstand? Ja, das ist total spannend. Ich hatte vor kurzem ein Telefonat mit meiner Familie und ich wusste, okay, die Operationen sind da. Ich bin sichtbar anders als davor und wenn ich meine Familie besuche, wird es zum Thema kommen. Und als ich mit meiner Familie telefoniert habe, war das Positive, dass die das schon immer gespürt haben und gesagt haben, hey, wir wissen das. Wir wussten, dass Drag auch nur ein Teil ist, um das auszuleben. Und ich glaube, nach all den Jahren und nach all den OPs ist das Bewusstsein da, dass es keine Phase ist und dass es mir sehr ernst ist. Und können sie auf dich zugehen? Weil für deine Eltern war es ist eine andere Generation, es ist ein anderer kultureller Hintergrund. Das war schwer zu akzeptieren anfangs. Gehen sie da auch einen Weg auf dich zu? Total. Und das finde ich total schön, nach all den Jahren wirklich diesen Punkt zu haben, wo mir gesagt worden ist, hey, wir kommen damit klar, wir finden das natürlich nicht gut, aber wir akzeptieren dich auf eine Art und Weise. Und das ist ein Riesenmeilenstein für mich. Toll. Und natürlich auch zu sagen, dass es wirklich besser wird. Toll. Ja. Da ist viel Versöhnung möglich. Jetzt ist da nicht nur, muss man ja akzeptieren, ist nicht nur Jakob, der Sohn, verschwunden. Ja. Es ist vielleicht auch die kurdische Queen verschwunden, oder? Also diese Drag-Figur, ist die auch jetzt eine Sache der Geschichte oder kommt die wieder? Ich muss immer wieder sagen, die kurdische Queen ist für immer ein Teil in meinem Herzen. Ich glaube, durch die kurdische Queen, ich hatte so viel Selbstbewusstsein, wie man in den Videos gesehen hat. Und ich glaube, ohne die kurdische Queen hätte ich nie das Selbstbewusstsein gehabt, diesen harten Weg zu gehen. Und ich würde sagen, sie ist immer ein Teil von mir. Und jetzt, wo ich mich natürlich mehr auf meine Transition fokussiere, ist sie vielleicht ein bisschen zurückgekehrt. Aber ich denke mal, ab und zu kommt sie noch mal raus. jetzt hast du die Operation, diesen Weg, das spürt man ja in allererster Linie für dich selber gemacht, um bei dir anzukommen. Was ich schon interessant finde, siehst du dich denn aber auch eines Tages an der Seite von jemandem? Also ist da Beziehung denkbar, gewollt? Und was für eine Form von Beziehung wäre das?
an deiner Seite? Das ist eine sehr spannende Frage. Ich meine, ich habe lange mit Dating aufgehört, weil ich wusste, okay, ich gehe den Weg gerade als Transfrau und ich muss mich voll auf mich fokussieren. Und ich muss ehrlich sagen, jetzt bin ich gerade in dieser Ära, wo ich sage, okay, ich date und versuche mein Glück mit Männern. Ich meine, also ich stehe natürlich auf Männer und ich suche schon was. Also ich glaube, meine kurdische Erziehung hat mich schon geprägt, es muss schon was Traditionelles sein. Ach. Total. Und ich muss mich da ja so ein bisschen reinarbeiten, weil ich glaube, so als queerer Person hatte ich gar keine Erfahrung mit Dating. Und jetzt hole ich das so ein bisschen in meinen 20ern nach. Also total spannend. Und ja, ich hoffe, das wird. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese Offenheit und dass du deine Geschichte mit uns teilst.